Ich begrüße Sie alle herzlich zu diesem Mittagspanel. Ich hoffe, Sie sind gestärkt und nicht erschöpft. Dieses Panel ist ein bisschen der Elefant im Raum der alternden Gesellschaft. Es geht nämlich um die Pflege. Aber wir sind konstruktiv und wir sagen, wir suchen nach neuen Konzepten für eine geschlechtergerechte, sorgende Gesellschaft. Darin verbirgt sich vieles, über das wir jetzt eine gute Stunde sprechen möchten. Ich freue mich, dass wir ein sehr qualifiziertes Podium hier haben. Und ich fange an, Sie sehen auch, dass wir total, obwohl wir alle der mittleren Generation zugehören, wir sind total aufgeschlossen für die Digitalisierung. Wir haben unseren einen Gesprächspartner, nämlich digital zugeschaltet, und den stelle ich Ihnen als erstes vor. Das ist, ich freue mich, José Adutschke, der in der Stadt Aarhus seit 2006, Aarhus muss ich glaube ich richtig sagen, weil es dänisch sein soll. Das ist die zweitgrößte Stadt Dänemarks und dort lebt er auch. Und dort ist er seit 2006 Direktor der Abteilung für Gesundheit und Pflege in der Stadtverwaltung und hat dort mitverantwortet ein Konzept, das für mich ein bisschen hippie-mäßig klingt, nämlich die liebende Kommune. Wenn wir das auf Englisch übersetzen, dann heißt es Caring Communities, und die von Ihnen, die viele in diesem Bereich beruflich unterwegs sind, haben diesen Begriff natürlich auch schon mal gehört. Herr Dutschke hat Budgetverhandlungen heute und deswegen hat er darum gebeten, dass er vielleicht nicht in allen die ganze Zeit präsent ist. Habe ich bei der Struktur dieser Veranstaltung versucht zu berücksichtigen. Daneben haben wir, weil jetzt gehe ich doch der Reihe nach vor, daneben haben wir Stefan Edgeton, der seit 2011 Senior Expert im Programm Versorgung verbessern, Patienten informieren der Bertelsmann Stiftung ist. Und Sie können den genauen Lebenslauf in der Tagungsmappe nachlesen. Ich fasse es mal so zusammen, er hat eigentlich schon immer mit den Themen Caring und Sorge und Gesundheit und Pflege in irgendeiner Form zu tun, beruflich. Und das lässt darauf schließen, dass er auch ein Interesse an dem Thema hat. Deswegen freue ich mich, ihn hier zu haben. Und dann habe ich hier, Frau, das Gleiche kann ich eigentlich für Sie auch sagen, Cordula Schulz-Asche, die seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages ist für Bündnis 90 Die Grünen und dort im Bundestagsausschuss für Gesundheit in ihrer Fraktion zuständig für Pflege und Altenpolitik. Und eigentlich hat sie vorher, als sie Landesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen in Hessen war, auch schon sehr viel mit dem Thema zu tun gehabt. Und davor war sie in der Tat auch mal Krankenschwester, also Expertise auf allen Ebenen, auch ein Berufsleben lang, möchte ich eigentlich sagen. Ich selber bin Journalistin und habe, ich heiße Sigrun Mathiesen, und ich habe mit dem Thema beruflich und auch in meinem Leben zu tun, immer mal wieder gehabt. Und deswegen freue ich mich, dass ich dieses Podium heute moderieren darf. Ich habe versucht, dieses Riesenthema in drei Bereiche ein wenig zu unterteilen. Vorausgeschickt möchte ich nochmal, dass ich glaube, also meine persönliche Einschätzung ist, dass es die Pflege eigentlich erstmal so auch nicht gibt, sondern dass je nachdem, wie Personen sozial verortet sind, was ihre Lebensgeschichte ist, wo sie leben, da sehr unterschiedliche Dinge nötig sind. Und das ist natürlich auch ein Teil der Schwierigkeit dieses Themas. Was aber immer eine Rolle spielt, ist, und damit möchte ich mal einsteigen, ist dieses Spannungsfeld, dass es uns was kostet, nämlich Zeit und Geld. Also das hat sich, glaube ich, auch heute Vormittag in den Diskussionsforum, wo ich reingehört habe, da hat sich das ja auch noch mal deutlich gezeigt. Wir haben hier heute schon mehrfach gehört, dass ein Großteil der Gepflegten zu Hause gepflegt wird. Wir haben einen großen Teil von Menschen, die im Arbeitsleben stehen, die nebenbei auch noch Angehörige pflegen. Und um dem besser gerecht zu werden, das hat uns heute Morgen bei der Eröffnung der Veranstaltung in ihrer Keynote die Bundesfamilienministerin erklärt, würde sie noch Anfang nächsten Jahres einen Gesetzesentwurf vorstellen wollen, wo diese Vereinbarkeit analog, so ein bisschen wie wir das bei der Kindererziehung seit einigen Jahren haben, verbessert werden soll. Und dazu wollte ich Sie jetzt als erstes mal fragen, Frau Schulz-Asche.
Reicht das? Reicht uns das, um den Pflegenotstand, von dem wir ja quasi täglich hören und lesen, in den Griff zu kriegen, dass wir es jetzt besser vereinbaren können mit Berufstätigkeit? Naja, Sie haben ja zu Recht gesagt, dass ein großer Teil der Pflegebedürftigen bei uns in familiären Zusammenhängen gepflegt werden. Ich versuche immer ein bisschen mit dem Begriff Pflege vorsichtig umzugehen, weil wir haben ja auch eine professionelle Pflege und ich glaube, das Entscheidende ist eher die Frage, wie man das beides zusammenführt. Ich glaube, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass wenn wir davon ausgehen, dass viele Familien sich um ihre Eltern kümmern, in dem Fall, oder auch, es gibt ja auch Leute, die ihre Kinder pflegen, weil die schwerstkrank sind, dass tatsächlich auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf da ermöglicht wird. Und von daher bin ich eine große Unterstützerin auch dieser Familienzeitansätze. Ich bin auch dafür, dass wir Tag- und Nachtpflege ausbauen, also auch unterstützende Angebote in der Vorort, wo auch die Angehörige entlastet werden können, Kurzzeitpflege, solitäre Kurzzeitpflege. Das sind alles Projekte, um tatsächlich die pflegenden Angehörigen zu entlasten oder Nachbarn oder Freunde. Das sind ja nicht nur Angehörige. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und dann haben wir eine große Herausforderung, wie wir diese Menschen auch in diesen häuslichen Situationen nicht alleine lassen. Und deswegen ist die professionelle Pflege, gerade in der Langzeitpflege, für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ein Beruf, der in Deutschland, wenn wir Dänemark hören, werden wir es gleich mitbekommen, in Deutschland seit vielen, vielen Jahren vernachlässigt wird, als sozusagen als ohne eigenständige Verantwortung und die Potenziale, die in der professionellen Pflege liegen, nämlich in dem Bereich soziale Teilhabe, Gesundheitsförderung, Prävention auf der einen Seite, medizinische Kenntnisse und pflegerische, sind die natürlich eigentlich der zentrale Fachberuf, um Familien auch in diesen häuslichen Settings zu unterstützen, genauso natürlich wie in der ambulanten oder stationären Pflege dann selbst oder im Krankenhaus. Danke, Sie haben schon das wichtige Stichwort genannt, das nämlich zusammenzuführen. Bisher ist es ja eher so ein bisschen so, dass es ein bisschen der Unterbauch des Ganzen ist, der Eisberg, der unterm Wasser liegt, dass diese ganze häusliche Pflege allzumal, das wurde vorhin auch in einem der schon mal angesprochen, wenn es noch nicht mit einer Pflegestufe verbunden ist, brauchen Menschen trotzdem schon Unterstützung, ältere Menschen. Das alles ist aber gar nicht sichtbar, sondern wird so nebenbei gemacht. In dem Moment, wo man das sichtbar macht und unterstützen will, muss man aber den Menschen diese Zeit ermöglichen. Dafür muss man sie wiederum finanziell kompensieren. Herr Edgerton, ist das realistisch, dass wir uns das überhaupt leisten können, dieses Geld jetzt also analog zum Elterngeld auch noch dafür Geld rauszutun? Sie haben sich viel auch bei der Bertelsmann Stiftung mit der Finanzierung von Krankenpflege, also mit der privaten und gesetzlichen Krankenkasse beschäftigt. Da gibt es ja durchaus einen Zusammenhang. Vielleicht könnten Sie dazu, zu der Finanzierbarkeit von solchen schönen Ideen noch was sagen. Jetzt habe ich sozusagen den blöden Job. Ja. Weil es ist tatsächlich eine schwere Frage, denn was wir berechnet haben, bezog sich ja noch gar nicht auf massive Leistungsausweitung. Das wäre ja eine Leistungsausweitung. Wenn man jetzt sagen würde, so eine Pflegezeit wird zum Beispiel über die Pflegeversicherung vergütet, das ist ja auch noch nicht ganz klar, ob das über Steuermittel oder über Versicherungsmittel passiert, wobei das am Ende für die öffentlichen Kassen im Grunde linke Tasche, rechte Tasche ein bisschen ist. Ist nicht ganz so, aber es ist. Wir haben ja berechnet, wie sich der steigende Pflegebedarf und der gleichzeitig sinkende Anteil an Beitragszahlern, wie sich das perspektivisch auswirkt und wie man dem begegnen kann in der Finanzierung. Und da tun sich eben auch schon ab Mitte der 20er Jahre, so waren unsere Berechnungen, langsam tut sich die Schere auf, tun sich Lücken auf, auf die man reagieren sollte. Aber das führt immer dazu, dass es teurer wird. Die Frage ist, für wen und wann? Unser Vorschlag ging dahin zu sagen, lasst es uns etwas früher für alle, auch die jetzigen Beitragszahler, etwas teurer machen, damit wir in der mittelfristigen Perspektive zumindest eine gewisse Stabilität herstellen können. Das war unser Vorschlag, auch den bereits existierenden Vorsorgefonds für diesen Zweck zu nutzen. So. Und zusätzlich auch Steuermittel
in die Pflegeversicherung einzubinden. Aber wir haben da auch schon berechnet, dass es auch Kostensteigerungen geben wird, zum Beispiel durch höhere Tarife. Das kommt ja noch dazu. Also, und wenn wir dann auch noch mal ein weiteres Leistungspaket, nämlich Pflegezeit, dazu nehmen, dann muss man sich im Klaren sein, dass dann andere Dinge auch aus öffentlichen Haushalten, die ja auch nicht mehr so üppig ausgestattet sind, nicht mehr finanziert werden können. Das ist eine gesellschaftliche Debatte, die wir dann führen müssen. Wie wichtig ist uns das? Wie wichtig ist uns auf der anderen Seite, Stichwort Zeitenwende, die, das 2%-Ziel? Also, da reden wir über Haushaltsverteilung, über die Verteilung von Haushaltsmitteln. Und da wird es dann schwierig, weil ich glaube, über Versicherungsmittel ist das nur sehr begrenzt zu leisten. Das muss man realistischerweise sagen. Sie nicken. Möchten Sie dazu noch was ergänzen? Ja, ich bin ja zum Beispiel der Meinung, dass diese Frage der sozialen Teilhabe oder die Unterstützung auf der kommunalen Ebene oder Angebote analog zur Kinderbetreuung, dass es eigentlich eine kommunale Aufgabe ist. Die Kommunen sind die Selbstverwaltung der Bürgerinnen und Bürger. Und wie gesagt, aus vielen Bereichen auch, leider durch die Pflegeversicherung unterstützt, haben die Kommunen sich aus solchen Bereichen sehr stark zurückgezogen. Es gibt noch irgendwo einen Seniorenvertreter oder aber zum Beispiel die Mehrgenerationenhäuser, die ja diesen Anspruch haben, laufen eigentlich in diesem Ausmaß nur, weil es eine Bundesförderung gibt. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir können diese Situation, gerade der Unterstützung in der Häuslichkeit, können wir nicht schaffen ohne kommunale Netzwerke, also Netzwerke von Menschen, die vor Ort agieren. Und das ist meiner Meinung nach eine Aufgabe tatsächlich der Kommunen, sei es jetzt wirklich Angebote zur Verfügung zu stellen von der Tagespflege, aber eben auch Netzwerke zu unterstützen. Wir haben Angehörige, die sind völlig überlastet. Wenn Sie, stellen Sie sich vor, Sie sind 85 Jahre alt, Ihr Partner ist 90 und dement und Sie wohnen mit dem allein in einer Wohnung. Das ist eine ständige Belastungssituation, die dazu führt, dass man nicht mal mehr in Ruhe einkaufen gehen kann. Und dann ist es doch eine Aufgabe der Gemeinschaft und nicht, finde ich, eine Versicherung. Das ist kein Risiko, sondern das ist eine Aufgabe von Solidarität in einer Gemeinschaft. Und da, glaube ich, müssen wir endlich hinkommen, dass wir dieses Thema älter werdende Gesellschaft auf der einen Seite, gerade was das Ehrenamt angeht, was die Häuslichkeit angeht, dass wir das tatsächlich als gesellschaftliches Thema verstehen und die professionelle Pflege als eins, was vor allem eben auch dafür sicherstellt, dass eben beruflich gut qualifizierte Personen sich um die Unterstützung der pflegenden Angehörigen, aber eben auch der Pflegebedürftigen kümmern. Ich glaube, diese Erzählung brauchen wir, weil sonst überhaupt nicht klar ist, sonst sagen alle nur, es kostet zu viel Geld und dann passiert es nicht. Das passiert ja, wir reden, ich glaube, in den 90er Jahren gab es 2 Enquete-Kommissionen zur Demografie im Deutschen Bundestag, die praktisch wenig zur Konsequenz hatten. Das Einzige, glaube ich, war eine Rentenreform. Alles andere waren eher sozusagen immer so kleine Rädchen, an denen gedreht wurde, obwohl klar war, dass wir in diese Entwicklung reinlaufen. Und was wir jetzt brauchen, ist wirklich eine Diskussion über gesellschaftliche Solidarität. Und dazu gehört eben das eine, tatsächlich die Solidarität vor Ort und auch die Solidarität bei der Einzahlung in die Versicherung. Da gehört aber auch dazu, gehört alles dazu und dazu gehört aber doch auch, und obwohl wir hier eigentlich über die Zukunft und über Konzepte sprechen wollen, dass es ja offensichtlich bei der nicht billigen Pflegeversicherung eine gewisse Dysfunktionalität gibt, weil wir nämlich damit Dinge finanzieren. Also wir finanzieren das letzte lukrative Anlagemodell, nämlich Anteile an privaten Pflegeheimen. Das kriege ich immer mal wieder und viele von Ihnen kriegen das auch in Ihrem Briefkasten, ja. Und das heißt, da wird Geld in private Kassen gelenkt, ohne dass die Qualität der Pflege und damit auch die Qualität der dort Arbeitenden sich verbessert. Das heißt, die Frage geht jetzt nochmal an Herrn Edgerton, ist eigentlich die Einnahmen-, die Ausgabenseite dieser Versicherungsmodelle, auch das lässt sich ja regeln, oder müssen wir das weiter immer so machen? Nein, man kann das regeln. Ich bin jetzt kein Freund davon, ehrlich gesagt, bestimmte Anbietergruppen generell auszuschließen. Und auch Gemeinnützige machen eine gewisse Art von Gewinn, den sie dann in der Regel wieder in den gemeinnützigen Zweck investieren müssen. Man kann über Renditegrenzen
reden. Man kann auch über Bindungsfristen, Kapital, von Kapital reden. Wobei ich jetzt noch nicht gehört, also ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht gehört, dass Pflegeheime jetzt Gegenstand von Hedgefonds werden und von Risikokapital. Auch, okay, gut, ich lasse mich da gern belehren. Also da, dem könnte man durch solche Regelungen tatsächlich einen Riegel vorschieben. Aber damit löse ich, glaube ich, nicht das Finanzierungsproblem. Ich löse es auch nicht, ich glaube, darauf spielt Ihre Frage ja auch ein bisschen an, allein dadurch, dass ich jetzt die private und die gesetzliche Pflegeversicherung zusammenlege. Das ist schon eine ziemliche Unwucht, die wir in der Pflegeversicherung hier haben, mit dieser Dualität, die damals analog zur Krankenversicherung eingeführt wurde, ursprünglich nicht geplant war, aber aufgrund von bestimmten Parteikonstellationen eben das so gemacht wurde. Und wir sehen einfach, dass die private Pflegeversicherung finanziell vergleichsweise gut dasteht, dass sie zwar mehr für die einzelnen Pflegebedürftigen ausgibt, aber trotzdem unterm Strich nur die Hälfte an Beiträgen von den Versicherten verlangt, ungefähr. Im Vergleich zu den gesetzlich Versicherten. Natürlich nicht im Alter. Das ist klar. Im Alter steigt das dann. Das ist klar. Ja. Im Alter. Also die Beitragslogik ist eine andere. Aber im Durchschnitt zahlt ein Privatpflegeversicherter weniger. Das liegt daran, dass privat weniger Menschen pflegebedürftig werden. Das kann man auch, das haben wir auch gezeigt. Also das Risiko, pflegebedürftig zu werden, ist für Privatversicherte deutlich geringer als für gesetzlich Versicherte. Und also diese Unwucht, die könnte man vermutlich, da die Pflegeversicherung immer noch eine junge Sozialversicherung ist, möglicherweise beheben. Ich warne aber davor zu glauben, dass man damit allein das Finanzierungsproblem lösen kann. Das ist ein Gerechtigkeitsthema und wenn ich Leuten was abverlange, ist es immer wichtig, dass es gerecht zugeht, finde ich. Und an der Stelle muss man sagen, geht es in unserem Sozialstaat nicht gerecht zu. Genau, ich glaube, darauf einigen wir uns jetzt mal, weil sonst sprengen wir hier mit der Diskussion über private und nicht private Versicherungen das Thema oder verlassen es zu sehr. Es gibt aber natürlich, letzte Bemerkung dazu, den Zusammenhang, dass es ist nicht so, dass wenn ich in eine Privatversicherung bin, ich automatisch weniger pflegebedürftig, sondern es gibt Leute ab einer bestimmten Verdienstgrenze, sind eher in einer privaten Versicherung. Und die deswegen, sind im Schnitt gesünder. Also es geht immer um die Durchschnittswerte. Aber nicht, weil sie sich für die private Versicherung entschieden haben. Um Gottes Willen, nein. Ja, genau, das wollte ich nur noch mal klarstellen. Und dann würde ich gerne zu dem zweiten Thema übergehen. Und da würde ich dann auch gerne Herrn Dutschke mit reinnehmen, der jetzt nicht weglaufen musste und ein Budget retten, sondern da ist. Das ist erfreulich. Mein zweiter Themenkreis ist so ein bisschen dieses, ich nenne es jetzt mal Spannungsfeld, oder Sie haben das eben schon angesprochen, auch Frau Schulze-Asche, die Zivilgesellschaft auf der einen Seite, die wir brauchen, und die Professionalisierung eines Berufs auf der anderen Seite, die wir auch brauchen. Wenn ich das Konzept in Aarhus richtig verstanden habe, Herr Dutschke, dann setzen Sie ja sehr, sehr stark. Die liebende Kommune zeichnet sich dadurch aus, dass sie eigentlich sich selber überflüssig macht, ist einer dieser schönen Sätze, die wir zu diesem Modell hören können. Und Sie setzen sehr stark darauf, dass die Bürgerinnen und Bürger das alles selber können. Vielleicht möchten Sie das ganz grob mal skizzieren, wie sich die liebende Kommune so darstellt. Also ich unterbreche Sie dann, wenn es zu lang wird. Klar, danke und viel Grüße von Aarhus. Ich denke, man muss schnell anfangen zu sagen, dass in Dänemark ist es ja so, dass wir einen universellen Wohlfahrtsstaat haben. Die Steuern zahlen eigentlich für unsere sehr große Pflege-Society. In dem Sinne ist es natürlich ziemlich anders als in Deutschland. Und in dem Sinne haben wir auch sehr viele professionelle Pflege angestellt in jede Kommune. Zum Beispiel bei uns hier in Aarhus haben wir bis 7000 Leute in Pflegeheime und Kurzpflege und alles drum und dran. In dem Sinne ist es natürlich eine andere Situation. Und die Finanzierung, vielleicht ist das Problem dasselbe. Weil im Prinzip glaube ich, ja, jetzt hat Ukraine natürlich etwas getan, aber sonst glaube ich eigentlich nicht, dass die Finanzierung das allergrößte Problem wird, wenn wir 10 Jahre nach vorne gucken. Nein, das wird jedenfalls in Dänemark so viele ältere Leute über 80,
so bei Union und das und viel, viel mehr Aufgaben. Und in dem Sinne glaube ich, dass wo sollen die Jungen eigentlich arbeiten? In privat und ein bisschen Kapital machen oder alle im Pflegebereich? Das ist vielleicht das allergrößte Problem, wenn wir es ansehen von Dänemark. Wir haben dann auch sehr viele Angestellte in dem Sinne. Und deswegen gucken wir natürlich ein bisschen mehr rein in, auch weil es einfach gut für den Bürger ist, wie können sie es besser schaffen selbst? Und wir hatten so einen Begriff, der eine Begriff war die liebende Kommune, der andere Begriff war, wir halten die Bürger weg. Und wenn das da auf dem Pflegeheim auf die Tür steht, dann ist das natürlich ein bisschen provozierend. Wir halten die Bürger weg. Aber die ganze Idee damit ist natürlich zu sagen, wie kann man sich selbst helfen, um die Kommune loszuwerden. Und da, in alle unsere verschiedenen Initiativen, da machen wir das. Und das ist vom Training bis zur Rehabilitation, Wohlfahrtstechnologie, Unterricht, Familien und auch sogar und Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus. Zum Beispiel, wie machen wir Leute klar für die Operation? Und hoffentlich durch diese Training und Rehabilitation und Zusammenarbeit mit den Doktoren, dann gibt es gar keine Operation. Und wenn sie dann endlich auf das Hospital kommen, wie kriegen wir sie schnellstmöglich wieder nach Hause? Weil das allergefährlichste Stelle in dieser Welt ist auf dem Hospital. In dem Sinne versuchen wir diesen ganzen Dreh weil wir hatten diese sehr, wir sind ja ein Wohlfahrtsstaat und sind voll mit Steuern bezahlt. Aber was wir ein bisschen missen, ist natürlich dieses Familien, Nachbar, Zivilgesellschaft, Netzwerk. Und da legen wir sehr unsere Kräfte drin und versuchen das zu unterstützen, auch von der kommunalen Behörde her. Und gleichzeitig auch uns selbst hoffentlich mehr arbeitslos zu machen. Und das ist eigentlich so ganz kurz die Idee bei der liebenden Kommune. Und das heißt nicht, dass wir als Kommune oder als Rathaus und Municipal liebend sind. Nee, wir schaffen die Rahmen, dass die Menschen es zusammen sein können. Danke. Ich würde da gerne anschließen. Dieser eine Aspekt, der heißt eben Verzahnung von professioneller Pflege und auch dem Gesundheitswesen, was natürlich im Alter einfach häufiger mal tätig werden muss, statistisch gesehen, und diesen privaten Strukturen. Ich würde da gerne Ihre Position ein bisschen zu wissen, weil Sie haben das gerade auch schon Sie hatten das am Anfang schon mal erwähnt, dass die Aufwertung dieses Berufes in der Pflege, die total vernachlässigt worden ist, auch jetzt, wenn wir über Pflege sprechen, denken wir in der Regel an die Intensivkrankenpflegenden im Krankenhaus und die machen ja die Leute wieder gesund und dann ist es irgendwie jetzt so ein bisschen der Prestigeberuf geworden, so Hauch. Aber wir sind noch lange nicht bei all den, und das sind in der Regel immer noch Frauen. Ich möchte das auch hier nochmal sagen. Also wir haben hier sowohl in der ehrenamtlichen als auch in der professionellen Altenpflege haben wir es zu einem absolut überwiegenden Teil mit Frauen zu tun. Und da gibt es ein Anerkennungsproblem, sowohl im bezahlten wie im nicht bezahlten Sektor. Und wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie da Ideen, wie wir das verändern könnten? Ja, auf jeden Fall. Also erstmal möchte ich ein kleines Beispiel nennen, übrigens, wo Ehrenamtler fast nur Männer eingesetzt sind. In meiner Kreisstadt gibt es einen fahrbaren Mittagstisch und der ist ehrenamtlich organisiert. Aber die Kommune zahlt eine Vollzeitstelle, die sozusagen das Ganze, eigentlich alles um die Ehrenamtler herum organisiert. Und dann finde ich das eigentlich, so stelle ich mir eine liebende Kommune vor. Also man erkennt ein Problem, gerade das ist hat sehr ländliche Stadtteile, man erkennt ein Problem, die Kommune nimmt sich dessen an. Dann gibt es Leute, die ehrenamtlich oder festangestellt arbeiten, aber man organisiert sozusagen diese Unterstützung. Weil das ist, glaube ich, was Menschen nicht selber machen können, vor allem wenn sie in so einer pflegenden Situation sind. Sie können sich nicht selber um das Management des ganzen Umfeldes kümmern. Und deswegen braucht man die Kommune. Eine Kommune, die sich darum nicht kümmert, hat nichts, ist eine schlechte Kommune, sollte man sofort abwählen. Wir haben ja ein bisschen, hier sind ja einige auch, die jetzt vorantreiben, dieses Age-Friendly City-Projekt, damit man sich untereinander austauscht, dass die Kommunen auch ihre Erfahrungen untereinander austauschen, dass man sagt, das und das hat bei uns gut geklappt oder das ist bei uns schiefgegangen aus den und den Gründen. Also dass die Kommunen auch selber überhaupt mal wieder Kompetenzen entwickeln. Wie gehen wir eigentlich mit Menschen, mit älter werdenden Menschen in unserer Kommune um? Wir haben ja nicht nur die Leute, die pflegebedürftig sind,
und deren Kinder oder die dann im Berufsleben stehen und unter Umständen eigene Kinder haben, also auch in einer Belastungssituation sind, sondern wir haben auch unendlich viele ältere Menschen. Ich bin 65, ich könnte, wenn ich jetzt nicht Bundestagsabgeordnete wäre, natürlich problemlos ehrenamtlich aktiv sein und mich in solchen Bereichen engagieren. Und ich glaube, diese Erzählung oder auch das Zusammenbringen von Leuten, das Organisieren von Ehrenamt, von freiwilligen Unterstützungsleistungen, von Besuchsdiensten und so weiter, das ist meiner Meinung nach die Aufgabe der Kommune. Und da müssen die Kommunen auch wieder viel mehr Verantwortung übernehmen, als sie es bisher tun. Das ist sozusagen diese Ehrenamtsebene. Ja? Aber meiner Meinung nach geht es nicht ohne ein starkes, auch professionelle Netzwerke mit Personen. Wir haben ja wir reden jetzt von der Community Health Nurse und Gemeindeschwester Plus Projekten, wie es zum Beispiel in Rheinland-Pfalz organisiert ist, die tatsächlich auch in der Lage sind, in diesem Dreiklang, den ich vorhin sagte, soziale Teilhabe, medizinische und pflegerische Versorgung, tatsächlich auch Ehrenamtler anzuleiten oder Bürgerinnen und Bürger, die Fragen haben, tatsächlich denen eben Ratschläge zu geben, wie sie mit ihren gesundheitlichen Problemen umgehen oder wie sie vermeiden. Gesundheitsförderung, Prävention ist in Deutschland ein Thema, da würde mich mal interessieren, wie es in Dänemark aussieht, ja, welche Verantwortung da übernommen wird für gesundheitsfördernde Angebote, auch gerade für ältere Menschen. Man muss nicht alleine isoliert zu Hause sitzen, wenn es ein Umfeld gibt und es ist die Kommune, die sagen, wir kümmern uns, wir machen Angebote, wir machen niedrigschwellige Angebote, wir machen Quartiersmanagement mit aufsuchender Sozialarbeit, mit pflegerischen, medizinischen Ratschlägen und so weiter und so. Der Kiosk jetzt wieder, wir haben bestimmte Regionen, bestimmte Stadtteile in Deutschland, wo es überhaupt keine Gesundheitsversorgung gibt, wo es überhaupt gar keine Ratschläge gibt, wo Leute leben, die auch gar nicht wissen, dass sie krank werden, dass sie sozial, durch ihre soziale Ausgrenzung, durch ihr fehlendes Wissen, wie man sich gesund ernährt, auch durch mangelndes Geld sich vernünftig zu ernähren. Das sind alles Angebote, die in Deutschland nicht stattfinden. Und in anderen Ländern, gerade die skandinavischen Länder, aber auch Niederlande oder Kanada, also es gibt einfach sehr viele Länder, die sich, als sie ihre Enquete-Kommission demografischer Wandel hatten, auf den Weg gemacht haben. Und in Deutschland haben sich alle zurückgelehnt, haben gesagt, welche Lobbygruppe macht sich dann jetzt hier am stärksten wieder lautstark und haben viele Prozesse wirklich verschlafen. Auch, wir haben, wie gesagt, das Mehrgenerationenhaus, eigentlich ist es das Quartiersmanagement, was in gut organisierten staatlichen Systemen eigentlich selbstverständlich ist. Ein niedrigschwelliges soziales Angebot für alle Altersgruppen. Weil Sie gerade gesagt haben, es würde Sie interessieren, Herr Dutschke hat sich schon bereit gemacht, dann würde ich Sie bitten, uns ein bisschen zu sagen, wie denn die Gesundheitsförderung im Alter in Dänemark organisiert ist und dann hätte ich noch eine Nachfrage. Zum Unterstützung der Netzwerke haben wir auch professionelle Mitarbeiter bei uns in der Kommune, eine ziemlich großer Portion und da ist genau das, was da nachgefragt wird. Dann unterstützen wir die Rahmen für das. Bei den gesundheitlichen Angeboten haben wir sehr vieles, muss ich eigentlich sagen. Das gerade von, auch wenn man von Hospital kommt, dann kriegt man auch von der Kommune verschiedene Gesundheitsangebote, aber auch als, Prevention, vorher, da gibt es alle möglichen verschiedene Gesundheitsangebote. Und man kann auch in unseren Volkshäuser, auch Bürgerhäuser kommen. Als 65, 60 plus gibt es dann auch freies Training zusammen mit Leuten und auch mit Physiotherapeuten und ein Haufen andere verschiedene Sachen. Und als ein gutes Beispiel vielleicht, ab 75 plus, dann kriegt jeder Ältere in Aarhus und auch in Dänemark Besuch von die Kommune, wo man darüber redet, brauchst du verschiedene Sachen oder gesundheitsmäßige Sachen oder sogar Pflege. Das ist also bei allen. Und dann haben wir natürlich auch vor, dass wo wir rausgehen in verschiedene Gemeinden und das unterstützen. Und wie gesagt, Bürgerhäuser und auch Generationshäuser, da haben wir dann auch wieder Professionelle, die da das unterstützen, damit die guten Rahmen dafür sind. Also diese Frühintervention und Prävention in dem Sinne. Also das gibt es vieles von und ganz bewusst auch, wie gesagt, wie halten wir die Bürger weg und wie machen wir sie stärker, damit sie sich besser, besseres Gesundheit haben, aber nicht nur alleine
deswegen muss man auch unterstützen, dass sie in Netzwerke reinkommen und mit anderen treffen, weil was ist denn das Gute, ein gesundes Körper zu haben, aber du hast niemanden, mit dem du sprechen kannst und einsam bist. Deswegen ist das genauso richtig, diese Netzwerke zu unterstützen und auch die Leute zu besuchen und den zusammenzubringen und dann wieder Kommune raus. Danke. Bevor wir das jetzt nochmal auf der praktischen Ebene vielleicht ein bisschen vertiefen, würde ich trotzdem Sie als Politikerin, und Sie haben das ja eben auch selber gerade so angeprangert, was ist denn dann unser Problem in Deutschland? Weil tatsächlich habe ich auch den Eindruck, an Konzepten und guten Vorbildern und einzelnen Kommunen, die das alles immer schon super machen, mangelt es uns wirklich bei diesem Thema nicht. Also es ist ist ja nicht so, dass wir das alles nicht wüssten. Es scheint aber ja dann irgendwo zu haken, und ich habe das mal so für mich politische Repräsentanz genannt. Dieses Thema Pflege im Alter und was dazu nötig ist und welche Rolle die Kommune spielt und wo die Gelder herkommen müssen, das wird immer von einzelnen engagierten Menschen an einzelnen Orten vorangetrieben. Wenn der Wind irgendwie günstig weht, geht es ein bisschen leichter. Jetzt gerade weht er allen, die im Sozialen sind, von vorne ins Gesicht. Also wir können uns schon warm anziehen. Es gibt aber immer noch die Frage, wo ist auch diese Expertise, die eben zum Beispiel eine Gemeinde, Community Health Nurse, eine Gemeindeschwester, Gemeindepflegeperson hat. Die muss sich ja irgendwo mal dann auch wiederfinden, wenn Rahmenbedingungen entschieden werden. Und wir haben es in der Pandemie zum Beispiel ja total gemerkt, dass in diesen ganzen wunderbaren Gremien lauter Doktoren und Doktorinnen saßen, aber keine einzige Person, die die Krankenpflege repräsentiert hat. Das ist doch jetzt mal das, wo der Fehler seinen Anfang nimmt. Und wie können wir, da haben Sie eine Idee, wie wir das verändern können, dass diese Expertise, die mannigfaltig vorhanden ist, dass sie auch mal sprechfähig wird? Naja, wir haben immer so kleinere Projekte in manchen Städten, also die auch alle beispielhaft sind. Die sind ja auch alle bekannt. Da sind meistens ist eine kleine Gruppe von Leuten, die das vorantreiben. Meistens auch wohlhabende Bürgerinnen und Bürger, die sich eines Themas annehmen. Das ist aber ja nicht unser flächendeckendes Problem. Wir haben, glaube ich, wir haben ein Thema, was in Deutschland überhaupt keine Rolle spielt, und zwar in allen Settings, auch schon bei den Kindern, meiner Meinung nach zu kurz kommt. Das ist das Thema Gesundheitsförderung und Prävention. Und zwar wirklich auch im Lebensumfeld. Ja, wir reden über Impfen, aber wir reden nicht darüber, wie man sich gesund ernährt. Es gibt auch keine Angebote. Naja, wir reden darüber, aber es gibt bestimmte Bereiche in der Gesellschaft, wo das gar kein Thema ist und wo es gar nicht klar ist, dass wenn man jeden Tag irgendwie eine Currywurst isst, weil man zum Beispiel auch gar keine Wahl hat, ja, wenn man im kleinen Unternehmen irgendwo arbeitet, gar kein Mittagessen einnehmen kann, dann sich halt immer ungesund ernährt. Und das Bewusstsein wird wieder in der Schule vermittelt, deswegen bin ich ja schon eine große Anhängerin von Schulgesundheitspflege, also dass tatsächlich Pflegefachkräfte in den Schulen anfangen, sich um die gesamte Schulgemeinschaft, also nicht nur um die Schülerinnen und Schüler, sondern auch um die Lehrer zu kümmern, von denen wir wissen, dass sie eine hohe psychische Belastung hat. Und wir haben ein Gesundheitswesen, was sehr versäult ist. Das heißt, wir haben den ganzen Krankenhaussektor, der Übergang von Krankenhaus in den ambulanten Bereich, das funktioniert eventuell noch zum Hausarzt, aber auch schon schlecht, aber geschweige denn in eine Pflegesituation oder eine Nachbetreuung, wenn man aus dem Krankenhaus kommt. Das sind meiner Meinung nach, diese Schnittstellen sind eine der großen Herausforderungen, und das ist eins, wo ich sage, das sind eigentlich die Schnittstellen, wo die professionelle Fachpflege gefragt ist. Beim Entlassmanagement zum Beispiel, da sind Sozialarbeiter bei uns unterwegs, das ist auch gut so, weil es auch immer eine soziale Komponente hat. Aber wenn ich aus dem Krankenhaus entlassen werde, und zwar auch jetzt immer früher, dann habe ich auch noch medizinische Probleme und pflegerische Probleme, wenn ich entlassen werde. Und darum kümmert sich im Prinzip niemand. Und deswegen glaube ich, ist diese Verankerung von Fachpflegekompetenz auf der kommunalen Ebene so zentral. Wir haben im öffentlichen Gesundheitsdienst, da ist die Leitung in der Regel, wenn man Glück hat, ist es ein gut ausgebildeter Arzt, der einen öffentlichen Gesundheitsdienstabschluss hat. Aber man findet eigentlich nie eine Pflegefachkraft mit einer Zusatzausbildung öffentlicher Gesundheitsdienst, öffentliche Gesundheit. Wäre aber eigentlich die richtigere Person, weil sie eben diesen umfassenden Blick und nicht nur auf einzelne Krankheiten oder einzelne Krankheitsbilder hat. Und diese ganze Diskussion wird in Deutschland von Interessengruppen seit Jahrzehnten verhindert, weil man versucht sozusagen sein eigenes kleines Reich zu, ver,
zu verteidigen. Ich habe jetzt ein ganz aktuelles Beispiel von heute. Wir haben ja jetzt die Gesundheitskioske. Wer meldet sich? Heute ist Apothekertag, glaube ich, Eröffnung. Die Apotheker haben gesagt, das, was da gemacht werden soll, das können wir eigentlich auch. Und dann habe ich gesagt, nee, das könnt ihr nicht. Und das, allein die Idee, dass eine Apotheke einen Gesundheitskiosk in einem sozialen Brennpunkt, wo es meistens gar keine Apotheke gibt, weil sich das nicht lohnt, weil man da seine anderen Produkte nicht verkaufen kann, unter Umständen sowieso ein Versorgungsproblem hat. Diese Diskussion bei uns sagt als erstes immer jeder und meistens die gut organisierten, und dann komme ich auch gleich zum Schluss, die Apothekerkammer, die Ärztekammer, alles was wir so haben, hat immer die große Klappe. Wenn der Ärztetag ist, eine Woche lang stehen die Zeitungen voll, der Bundeskanzler geht hin, früher die Bundeskanzlerin 16 Jahre lang, immerhin, ja. So, und dann sage ich, und wo ist die Pflege? Genau. Und deswegen ist einer der Projekte, die wir jetzt, wo ich jetzt ganz stolz drauf bin, ist, dass wir den Deutschen Pflegerat stärken, und zwar so, dass er eine vernünftige Geschäftsstelle hat, dass sie sich in Beratungsprozesse einschalten können, dass es wirklich einen massiven Aufbau von gut qualifizierten Pflegefachpersonen gibt, die diese ganzen strukturellen Probleme endlich auch auf der Entscheidungsebene auf Berliner GB, also gemeinsamer Bundesausschussebene, tatsächlich auch vernünftig beraten können. Sehr gut. Herr Edgeton möchte dazu was sagen, da freue ich mich. Ja, ich wollte noch mal an das anknüpfen, was Herr Dutschke gesagt hat. Er hat gesagt, unser Engpass ist weniger das Geld, sondern sind die Personen. Das ist in Deutschland ganz genauso, auch wenn wir über das Geld sehr, sehr viel heftiger häufig streiten als über die Frage, wie wir denn zukünftig die Pflegekräfte gewinnen. Und da ist der paradoxe Befund, zunächst paradoxe Befund, dass wir Pflege akademisieren müssen. Das klingt erstmal so, als würden wir sozusagen die Ansprüche anheben. Das ist aber nicht gemeint, sondern wir müssen das Spektrum der Qualifikationen erweitern. Wir müssen für Abiturientinnen und Abiturienten Pflege als eine Berufswahl attraktiv machen. Und das ist sie im Moment nicht. Und um all diese Tätigkeiten, die beschrieben wurden, also das Organisieren von zivilgesellschaftlichem Engagement, Community Health Nurses, aber auch die Organisation eines Pflegedienstes oder eines Pflegeheimes, das auch in der Behandlungspflege, also in der medizinischen Pflege, Aufgaben übernimmt, um Krankenhauseinweisungen zu vermeiden. All das setzt ein Qualifikationsniveau voraus, das mit einem Studium in der Regel verbunden ist. So. Und das haben wir in Deutschland nicht kultiviert. Sind andere Länder sehr viel weiter. Inzwischen gibt es das auch. Aber um ehrlich zu sein, uns fehlen diese Leute, um sowas wie in Niederlanden zum Beispiel Bürzorg, das ist ein ähnlicher Ansatz wie in Dänemark, also das übersetzt kann man das vielleicht Nachbarschaftshilfe nennen, wo es auch darum geht, dass eine professionelle Kraft das zivilgesellschaftliche Engagement in der Nachbarschaft mobilisiert und selber gar nicht so viel in der Pflege tätig ist, sondern genau diese Tätigkeiten oder nur für die wirklich spezifisch medizinischen Dinge. Und ich würde mir wünschen, zum Beispiel, dass wir die Stellen, die jetzt über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Gott sei Dank, endlich aufgebaut werden, dass wir da tatsächlich nicht nur Medizinerinnen und Mediziner, dass wir das nutzen, den Aufbau des öffentlichen Gesundheitsdienstes nach der Pandemie sozusagen, um ihn nicht nur fit zu machen für die nächste Pandemie, sondern dazwischen möglicherweise auch Kompetenzen für Quartiersmanagement und so weiter. Und dafür brauchen wir andere Qualifikationen als jetzt nur medizinische. Also ich würde mir wünschen, das Problem ist nur, wir haben diese Community Health Nurses im Moment nicht. Es gibt meines Wissens 3 Hochschulen in Deutschland, die da ausbilden. Der Run auf diese Ausbildung ist nicht besonders hoch, was ich höre. Das liegt aber auch daran, dass ich denen keine Berufsbildung, also da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ich kann denen keine Perspektive bieten. Wenn ich aber als öffentlicher Gesundheitsdienst auch nach außen hin sagen würde, wir wollen euch, wir brauchen euch, wir stellen euch ein, dann, glaube ich, würde da auch mehr Sog entstehen. Und dann kriege ich auch eine Attraktivität in den Beruf, der dann Leute motiviert, die sich das vorher nie überlegt hätten, in die Pflege zu gehen. Deswegen glaube ich, dass wir dieses Thema nicht nur von der Repräsentation her angehen müssen, sondern auch von der Qualifikation und Qualifizierung her. Übrigens kann man auch Menschen aus dem Beruf heraus natürlich akademisch qualifizieren. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, um auch Leute im Beruf zu halten oder vielleicht sogar wieder zurückzuholen. Danke, das ist ein wichtiger Punkt. Ich würde
dennoch dieses, uns fehlen die Menschen. Ich würde das jetzt auch eigentlich noch mal ausweiten wollen. Die fehlen uns ja nicht nur als potenzielle Fachkräfte, in diesem Fall Fachkräfte, Pflege, sondern die fehlen uns gleichzeitig, weil all diese Ehrenamtlichen, die wir jetzt mobilisiert kriegen, das sind in der Regel Frauen wie Sie, die dann nicht im Bundestag sitzen, die haben eine noch irgendwie auskömmliche Alterssicherung und die haben Zeit und sind in einer Position, wo sie sich engagieren können. Wenn ich mir das jetzt angucke, dass diese immer weniger, also die Generationen, die jetzt jünger sind, die sind eben, sollen mehr Fachkräfte sein, die sollen gleichzeitig sich um vieles andere kümmern. Also haben wir eigentlich, werden wir noch versuchen, das jetzt hier gerade fruchtbarer und besser zu organisieren und zu verzahnen, wenn es dann soweit sein wird, haben wir noch diese Menge an ehrenamtlichen Menschen? Da habe ich nämlich auch starke Zweifel, also weil die sich ja auch nicht vierteilen können. Ja, die müssen ja so viel anderes schon tun. Also Ehrenamtler oder ich sag mal diese Generation, wie gesagt, ich bin jetzt 65, ich hoffe, dass ich noch 40 Jahre lebe. Und da kann ich ja noch viel machen. Also wenn ich aus dem Bundestag raus bin, kann ich mich ja engagieren. Ich glaube, das Problem ist eher, dass man verhindert, dass älter werdende Menschen überhaupt pflegebedürftig werden. Und dafür braucht es ein professionelles System. Das passiert nicht automatisch. Das ist, glaube ich, das eine. Und wir müssen die Ehrenamtler oder die Menschen, die bereit sind, anderen Menschen zu helfen, vor allem auch Männer, dafür begeistern, dass es eine sinnvolle Arbeit ist. Das ist und dass es auch sozusagen von der Gemeinschaft auch gewertschätzt wird, wenn man sich engagiert. Das hindert uns aber nicht, oder das verhindert nicht das Problem, dass wir einen enormen Fachkräftemangel bekommen werden. Wir werden, auch wenn wir können noch so viel Prävention machen, wir werden eine steigende Nachfrage nach Pflegeleistungen bekommen und wir werden, der Fachkräftemangel ist ja kein spezifisches Problem des Gesundheitswesens, sondern geht ja quer durch alle Branchen. Nur dass wir im Gesundheitswesen eben hier mit einer vor allem von Frauen geprägten Berufsgruppe haben, die schlecht bezahlt werden, daher auch schlechte Renten haben und von daher auch im Alter sehr viel größere Probleme haben, sozial sichergestellt zu sein. Deswegen werden wir über neue Formen der pflegerischen Versorgung reden müssen. Also eine Form, es wird ja auch diskutiert, aber auch da meiner Meinung nach ist es eine Aufgabe der Kommunen, sich darum zu kümmern, alternative Wohnformen zu finden. Das heißt Wohngemeinschaftsmodelle, wo unter Umständen, wo Menschen hinziehen können, die noch voll fit sind, die sagen, ich möchte mich gerne engagieren, aber eben möchte aber auch nicht mehr meinen Haushalt immer alles alleine machen oder alleine leben, isoliert leben, sondern in einer Gruppe. Das heißt, wir werden eine ganze Reihe von verschiedenen Angeboten für ältere Menschen brauchen, damit die sozial eingebunden sind. Aber auch solche Einrichtungen müssen professionell begleitet sein. Da muss sichergestellt sein, wenn dort jemand einen Diabetes Typ 2 hat und vielleicht irgendwie Nekrosen am Fuß, dass die anständig versorgt werden. Also man braucht sozusagen Netzwerke, das hört sich jetzt blöd an, man braucht für jeden einzelnen Menschen, der noch keine Probleme hat, aber älter wird, braucht man verschiedene Netzwerke, sei es der sozialen Teilhabe, sei es der pflegerischen Unterstützung, sei es der medizinischen Unterstützung oder manchmal einfach nur zum Händchen halten. Aber wir haben bei uns auch in der Pflege übrigens, wir haben Betreuungskräfte, wir haben in einer großen Anzahl Betreuungskräfte, die keine pflegerischen Grundkenntnisse haben und die Pflegekräfte, auch zum Beispiel im ambulanten Pflegedienst, die im ambulanten Pflegedienst sitzen, die Krankenpflegefachpersonen, die sitzen am Schreibtisch und füllen die Kurven aus. Und die rausgehen, die zu den Leuten in die Wohnung gehen, sind in der Regel bis für einzelne medizinische Interventionen, sind es Betreuungskräfte, die angelernt sind, aber die eigentlich die auch oft selber gar keine soziale Vernetzung haben. Ich habe eine enge Freundin, die hat Multiple Sklerose, sitzt seit vielen Jahren im Rollstuhl, ist völlig auf Pflege angewiesen in ihrem Umfeld. Und da kriege ich immer so ein bisschen mit, was der fehlt. Natürlich, die hat ein soziales Umfeld und die hat diese Betreuungskräfte, die hat auch eine ärztliche Versorgung, weil sie eine große Klappe hat und sich deswegen auch immer alles zusammensuchen kann. Aber das sind Einzelfälle. Genau. Und das sind Glücksfälle. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir eine Gesellschaft haben werden, wo diese Einzelfälle zum Normalfall werden. Oder dass solche
dass der Normalfall nicht die totale Ausgrenzung ist, dass man zu Hause sitzt, alleine sitzt, wenn man seinen Partner verliert, auch endgültig alle Kontakte nach außen verloren. Also auf solche Situationen müssen wir uns einstellen. Und es geht meiner Meinung nach nur durch professionelle Netzwerke, die Menschen unterstützen, die sich die wissenschaftsbasiert, auch von anderen Ländern lernend, von anderen Kommunen lernt, solche Prozesse in der Kommune eben unterstützen. Bei uns ist, wie gesagt, die Pflegeversicherung hat gute Seiten, aber gerade im Bereich der Sicherstellung von sozialer Teilhabe war sie eher kontraproduktiv. Lassen Sie mich da nochmal einhaken, weil das geht dann auch nochmal nach Aarhus an Herrn Dutschke, die Frage, dass diese Projekte, die es gibt, mir erscheinen die bei allem, was darin gut ist und wo ich auch so denke, ach ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich halte sie doch auch für sehr voraussetzungsvoll und zwar für Einzelne. Also die Nutzenden, gerade bei dem, was Sie in der liebenden Kommune Aarhus da beschreiben, müssen ein hohes Maß an soziale Kompetenzen mitbringen. Die müssen letztlich auch zunehmend technische Kompetenzen mitbringen. Und ich frage mich so ein bisschen, ob wir da nicht ganze Bevölkerungsgruppen auch völlig aus dem Blick verlieren, die auch diese ehrenamtlichen Sachen gar nicht leisten können, weil sie so schlecht bezahlte Arbeit haben, dass sie 2 Jobs machen, 3 Jobs machen, dass sie noch aufstocken müssen, dass sie sowieso irgendwie ihre Familie durchbringen, aber halt irgendwie durchbringen und auch irgendwie betreuen, aber sicher nicht noch Zeit haben, sich weiterzubilden. Und all diese tollen Angebote, selbst wenn wir sie denn hätten, sind doch bei uns in der Regel so, dass ich sie suchen muss. Ich muss sie suchen, das brauche ich Kompetenzen dafür. Und das scheint mir doch auch ein sehr individualisierender Ansatz zu sein. Und ich frage mich, ob wir, wenn wir jetzt sowieso so viel anfassen müssen und es ändern müssen, es nicht irgendwie vereinfachen können in dem Sinne, dass es mehr Leuten zugänglich wird. Weil alt werden und krank werden ist nun tatsächlich was, auch bei, wenn ich mich besser ernährt habe, kann man halt Pech haben. Ne? Und dann habe ich keine Zeit mehr, mir diese Voraussetzungen, die ich gebraucht hätte, einzeln anzueignen. Und da in den Bereich würde ich gerne noch mal ein bisschen rein. Genau, das von Ihnen, Herrn Dutschke, was dazu hören. Das ist ja auch eine große Frage. Aber klar, gibt es Ungleichheit. Und in dem Sinne muss man auch als Kommune und auch als Krankenhaus muss man da überlegen und klar sein, haben wir jetzt hier eine Familie oder eine Person, kann er selbst oder kann er mit seinem Netzwerk oder nicht? Und in dem Sinne ist natürlich eine große Verpflichtung bei uns in der Kommune oder beim Krankenhaus, dass wir dafür dann sorgen, dass wir die ungleich sind, ein bisschen mehr gleich machen. Weil das ist natürlich ein Problem. Es gibt natürlich Leute, die keine Gesundheitskompetenzen haben oder Sprachweise oder sonst sowas. Und das versuchen wir dann auch zu tun. Zum Beispiel haben wir da auch verschiedene Vereine, die wir dann unterstützen. Zum Beispiel, das sind medizinische Studenten, die helfen sehr diese Leute gehen mit denen auf dem Hospital, versuchen denen durch das komplizierte System zu helfen. In dem Sinne ehrenamtlich. Und das sind Männer und Frauen und junge Leute. Und deswegen vielleicht ein bisschen eine Nuance auf ehrenamtlich. Es gibt bei uns jedenfalls ziemlich viele junge Leute, Studenten, die tun ehrenamtliche Sachen. Und das können sie dann auf ihr CV, also auf, für spätere Arbeit, ist natürlich wichtig. In dem Sinne haben wir da Männer und Frauen, die das tun. Das große Problem kommt, wenn sie dann Familie wird. Und wie kriegen wir die dann wieder zurück? Also in dem Sinne glaube ich schon, dass wir ehrenamtlich da doch das besser unterstützen könnten. Und in dem Sinne auch mehr und auch alle Generationen reinkriegen könnten. Das, denke ich, ist jedenfalls eine Perspektive. Da war eine Frage über dieses mit der Zusammenhang zwischen Krankenhaus und Kommune. Und da haben wir jetzt in Dänemark gerade, das hatten wir schon, aber jetzt machen wir es noch deutlicher durch eine Gesundheitsreform. Der Zusammenhang zwischen Krankenhaus und Kommune wird sehr stark, auch mit politischer Überbrückung, damit wir noch enger zusammenarbeiten, um so dass diese Verlauf zu sichern, damit man nicht plötzlich im Loch reinfällt und da passiert dann gar nichts. Und dann war noch die Frage über die Akademisierung und da hat man ja mit der Krankenschwester in Dänemark jedenfalls und auch anderen Ländern, da sind es jetzt Bacheloren und da gibt es dann auch die Möglichkeit,
dann 2 Jahre noch dazu auf die Uni, damit man auch einen Kandidat in Krankenschwester, in dem Sinne macht man dann verschiedene, wie soll man sagen, dass man die Berufswahl mehr attraktiv wird. Ja, und vielleicht die letzte Sache, jetzt muss ich nämlich bald laufen, Hände und Finanzierung, ja, aber bei uns ist manchmal das sehr große Problem auch, um das attraktiv zu machen, die Presse, die Skandalen und dass man immer nur über das redet, statt all das, was gelingt und na, leider auch manchmal die Politiker, die da auch dieses Bereich unter die Bretter erzählen, das ist vielleicht auch eine Aufmerksamkeit, dass man versucht auch zu sagen, viel Gutes passiert auch, nicht nur Schlechtes. Das ist ein sehr schönes, aufbauendes, aber für uns noch nicht ganz das Schlusswort. Ich würde jetzt trotzdem mich bei Ihnen mal bedanken. Wir freuen uns, dass Sie wenn Sie bis zum Schluss bleiben, aber ansonsten bedanken wir uns auch und wünschen viel Erfolg bei den Budgetverhandlungen. Vielen Dank. Tschüss. Und dann würde ich das Wort jetzt nochmal an Herrn Edgerton geben, der dazu gerne noch was ergänzen oder widersprechen wollte. Ja, wir fordern ja jetzt viel von den Kommunen. Man muss allerdings dann auch dazu sagen, dann müssen wir sie auch dafür ertüchtigen. Bums, jawohl. auch finanziell, die sind ja im Moment, es gibt Kommunen, die sind gut ausgestattet und die können sich da einiges leisten, aber es gibt eben auch welche, die mit den Pflichtaufgaben schon überfordert sind. Und wir haben eine gewisse Unwucht auch in der Finanzierung der staatlichen Ebenen in Deutschland. Das ist aber ein Thema, das kein gesundheitspolitisches, sondern das ist letztlich eins, was vielleicht einer nächsten Föderalismusreform nochmal anheimgegeben werden muss. Aber dazu gehört auch der Gedanke, dass man möglicherweise auch die Pflegeversicherung stärker föderalisieren muss. Also das war ja eine Überlegung, die wir auch mal in die Diskussion geworfen haben, regionale Pflegebudgets, würde eben voraussetzen, dass man die Bindung der Pflegeversicherung an die gesetzliche Krankenversicherung lockert bzw. kappt und stattdessen auf Landesebene Pflegekassen einrichtet, die dann Mittel auch kommunalisieren können, die Mittel aus der Pflegeversicherung sozusagen so einsetzen können, dass auch Leistungsmittel kommunal verwaltet werden können und nicht nur die Infrastrukturmittel. Das wäre tatsächlich eine Strukturreform, die auch zu einer Befähigung der Kommunen beitragen könnte. So. Und ich glaube schon, dass man auch darüber eben dann reden muss und nicht nur sagen muss, die Kommune muss, also weil wir kennen das Thema. Und das andere ist, es ging ja auch um das Thema ehrenamtliches Engagement, freiwilliges Engagement. Ich glaube, dass das neben dem ganzen Thema Zeit und eben wurde darauf verwiesen, Studenten engagieren sich und dann hört es auf in der Familienphase, wir auch über unsere Wohn- und Lebensverhältnisse, Stadtteile nachdenken müssen. Wir haben lange Jahre, Jahrzehnte Arbeit und Wohnen getrennt, auch räumlich sehr stark getrennt. Wir haben in der Corona-Pandemie durch die Verbreitung von Homeoffice gemerkt, hoppla, man kann das auch zusammenhalten und das kann durchaus auch attraktiv sein. Und inzwischen nehme ich also ich beobachte das als Fachfremder nur so ein bisschen von außen, nehme ich in der Stadtplanung auch eher so eine Trendwende wahr, dass man sagt, wir wollen das auch wieder stärker zusammenführen, arbeiten und wohnen. Und ich glaube, das macht für Eltern, aber auch für Familien auch einen Unterschied, zu wissen, ich bin tagsüber nicht alleine unter meinen Altersgenossen im Wohnquartier, sondern nebenan sitzt noch jemand, der zum Beispiel im Homeoffice arbeitet, der auch ansprechbar ist möglicherweise, der da ist einfach. Auch wenn er vielleicht jetzt nicht sich ehrenamtlich engagiert und oder noch dafür bezahlt wird, vielleicht auch nicht freigestellt wird, aber der einfach da ist, wo ich im Notfall hingehen kann. Also dass wir, das ist jetzt sehr weit gedacht, aber dass wir neben dem Finanziellen und neben dem auch diese Überlegung, wie wollen wir künftig Arbeit und Wohnen miteinander organisieren und wie wollen wir es so organisieren, dass wir Sorgearbeit jetzt für Kinder oder Ältere integrieren in den Alltag mit Arbeit auch zusammen. Und das ist, glaube ich, etwas, also nicht nur im Individuellen, sondern eben als Community, als Stadtteil, als Wohnquartier. Das ist, glaube ich, etwas, worüber wir auch mit Stadtplanern und so dann ins Gespräch kommen müssen. Sehr guter Impuls. Sie dürfen auch mal klatschen, das ist total okay.
Ich würde jetzt gerne einmal ins Öffnen, damit auch Fragen aus dem ja hochqualifizierten Publikum hier noch Eingang finden können. Und dann gibt es aber noch die Möglichkeit, dass für Sie beide hier für ein Schlusswort. So, Sie halten. Okay. Mein Thema ist jetzt Pflegeversicherung, über Leistung und Nichtleistung von Pflegeversicherung. Stichwort hier, wenn ich mal dement werde, Alzheimer bekomme und so, ich möchte nicht in einem deutschen Pflegeheim enden, dann wandere ich lieber aus, zum Beispiel nach Thailand. Die lachen alle die Leute, aber ich habe das vorhin schon mal in einen versucht darzustellen, aber da glaubte mir keiner. Ich wandere dann aus nach Thailand, da bekomme ich eine rund um die Uhr Versorgung von 1:1, nicht wie hier 1:14 oder 1:20, das ist ja nur eine Verwahrung hier in Deutschland. Die Kosten sind, wie gesagt, 1:1, die Leute gehen mit einem einkaufen, die bleiben sogar auf Wunsch über Nacht im Zimmer. Das ist alles für den halben Pflegesatz, weniger als den halben Pflegesatz wie hier. Und es gibt keinen Cent dazu. Ich frage mich, warum das so ist. Liegt das nur daran, dass ich auswandern muss, dass ich praktisch nicht mehr in Deutschland Resident bin? Ist das der einzige Grund oder was gibt es da sonst noch für Gründe? Das ist doch eine Unverschämtheit, dass man praktisch Geld verschwendet. Die Pflegeversicherung zahlt lieber mehr als das Doppelte für eine miserable Unterbringung, als da hat man gutes Leben. Und ich verstehe den. Ich glaube, die Frage ist angekommen oder der Kommentar. Danke. Gibt es noch weitere? Da gehen die Hände hoch. Ich gehe Sekunde. Einmal hier vorne war jemand erst und dann komme ich zu Ihnen. Ich bin eh schon gerade hinter Ihnen. Ganz herzlichen Dank. In der Überschrift des Panels lese ich eine geschlechtergerechte sorgende Gesellschaft. Frau Mathiesen, Sie hatten das ein, zwei Mal versucht, den Begriff geschlechtergerecht oder auch den Fokus auf Frauen. Ich habe das bei dem gesamten Panel vermisst, die Geschlechterperspektive. Sie haben es selber gesagt, also sowohl in der professionellen als auch in der informellen Pflege sind eher Frauen, die dafür zuständig sind. Es sind mehr Frauen, die pflegebedürftig sind. Wir hatten das heute Vormittag schon, die Geschlechterperspektive vermisst. Hier jetzt leider auch wieder. Weiß nicht, ob Sie sich dazu noch mal äußern können. Und Herr Edgerton, Sie hatten auch darauf Bezug genommen, Wohnen und Arbeiten zu vereinbaren. Ich weiß nicht, wenn Sie Eltern fragen, die letzten 2 Jahre irgendwie die Corona-Zeit überlebt haben, die kleine Kinder zu Hause zu versorgen hatten. Ich glaube, die sind froh, wenn Arbeit und Beruf getrennt wird, weil dort viele einfach am Ende sind aufgrund der Vermischung. Danke. So, und jetzt würde ich sagen, wenn Sie es kurz machen könnten, dann würden wir die noch mit reinnehmen und dann würde ich zurückgeben ans Podium. Ich halte das Mikro für Sie. Mir ist sehr hängen geblieben dieses Bild von der liebenden Kommune. Wenn ich mir vorstelle, ich wohne in Charlottenburg-Wilmersdorf, ich würde sagen, oh, wir sind eine liebende Kommune, dann würden alle sagen, die spinnt. Und insofern denke ich, dass hier doch noch mehr dahinter steckt als der Wohlfahrtsstaat seit Jahrhunderten, sondern auch ein anderes Menschenbild. Ich denke, und da möchte ich, bevor ich es vergesse, sagen, es gibt in Deutschland das wunderbare Buch von Klaus Dörner, Die helfensbedürftige Gesellschaft. Er ist Professor gewesen, dann Heimleiter geworden. Wir müssen es kurz halten, Verzeihung. Ja, gut, also Klaus Dörner zu empfehlen, weil er auch von der liebenden Gesellschaft ausgeht. Ich denke, dass die liebende Gesellschaft auch voraussetzt, wie in den skandinavischen Ländern, dass es kein Sitzenbleiben gibt, dass es keine selektive Schule gibt, dass es einen freiwilligen Dienst gibt für Schüler, dass sozusagen sehr früh die Mitmenschlichkeit und die Liebe zu anderen eingeübt wird. Dankeschön. Ja, nochmal 3 Punkte für die abschließende Diskussion. Ich glaube, ich gebe mal den beiden, die hier mit mir sitzen, die erste Chance auf die
unterschiedlichen Impulse und Fragen zu antworten. Und dann kann ich am Schluss versuchen, vielleicht auch noch was dazu zu sagen, Frau Schulz-Asche. Ja, ich fange mal bei der ersten, beim ersten Wortmeldung an. Ich würde mich nicht darauf verlassen, wie die Pflege im Ausland organisiert ist. Sie haben hier in Deutschland haben Sie zumindest eine Rechtssicherheit und verschiedene Systeme. Ich wäre da ganz, ganz vorsichtig. Und wir haben, wenn ich das mal sagen, wenn es um die Menge des Geldes geht und um die Betreuung, wir haben das Problem der sogenannten 24-Stunden-Pflege, die wir hier in Deutschland haben. Das heißt, wir haben ja auch Ausbeutungsverhältnisse, wo Menschen sehr, sehr wenig Geld verdienen. Und wir jetzt ja ein Sozialgerichtsurteil haben, wo auch klar ist, dass es so nicht weitergeht. Ich glaube, das Problem in Deutschland ist, und das ändern Sie nicht, wenn Sie ins Ausland gehen, weil Sie da unter Umständen in die gleichen Situationen kommen. Das Problem ist, dass die alternde Gesellschaft individualisiert wird. Das führt übrigens auch dazu, dass die Probleme, die werden individualisiert. Das heißt, es bleibt in den Familien hängen und in den Familien setzen sich die traditionelle Ausgrenzung von Frauen aus dem Beruf fort. Also das heißt, wenn man sich schon wegen der Kinder reduziert hat, dann ist es eben weniger schlimm, wenn man auch wegen der Alten die Arbeit reduziert. Das heißt, daher kommen übrigens diese Geschlechtergefälle, die wir haben, auch in der Pflege übrigens noch dazu, in einem Beruf, der ja nach wie vor schlecht bezahlt wird, auch im Vergleich zu vergleichbaren Jobs. Wir machen ja immer den Vergleich Fachpflege mit Ingenieurswesen. Das eine ist ein Männerberuf, das andere ist ein typischer Frauenberuf, zumindest in der Mehrheit, und hat einen Gehaltsunterschied von bis zu 2000 Euro, je nach Qualifikationsgrad, im Monat. Unterschied, nicht Gehalt, ja, sondern Unterschied zwischen den beiden Berufen. Der eine ist akademisiert, der andere nicht. Also es gibt sozusagen eine Fortsetzung von tradierten Familienbildern und es funktioniert nur, weil die Pflege, außer im Krankenhaus vielleicht, aber da auch, individualisiert ist. Das heißt, man tut so, als hätte ein einzelner Mensch das Anrecht auf eine bestimmte spezielle Leistung, die dann refinanziert wird. Und dieser Gedanke, den wir jetzt ja in Dänemark, ist ja, wie gesagt, ist ja nicht das Einzige. Eigentlich sind sogar Österreich ist inzwischen weiter in dieser Frage, tatsächlich Menschen in ihrem sozialen Umfeld zu sehen. Und dann wird es auch für Sie ein Unterschied sein, ob Sie in Thailand in einem Pflegeheim sind oder ob Sie hier in einer Einrichtung wohnen, die offen ist, wo sozusagen man auch aus einer Einrichtung heraus am sozialen Leben teilnehmen kann und es eben auch eine organisierte Form von Betreuung gibt. Ich denke, dass deswegen ist ja dieser Begriff des Quartiersmanagements, was übrigens in meisten staatlich organisierten Sozialsystemen selbstverständlich ist. Bei uns gab es das bei der Wohnungsbauförderung in sozialen Brennpunkten. Aber ich kann Ihnen sagen, vom Haustürwahlkampf, es gibt in Deutschland Villenviertel, da möchten Sie nicht wohnen, wenn Sie alt sind, weil da haben Sie überhaupt keine sozialen Kontakte mehr. Und dann haben Sie eine gute Umgebung und können sich unter Umständen auch eine gute Pflege leisten, aber Sie kommen nicht mehr vor die Tür. Also da erlebt man Sachen, die sind fürchterlich. Und deswegen glaube ich, dass wir wirklich diesen Gedanken, dass wir eine Solidarität, eine lokale Solidarität brauchen, dass wir das tatsächlich stark machen müssen. Und deswegen glaube ich, dass Liebende Kommune, vielleicht jetzt, weil es irgendwie aus dem kirchlichen Bereich kommt, aber das Wort Nächstenliebe haben wir ja auch. Und das ist jetzt so irgendwie religiös besetzt, aber letztendlich ist die Grundidee, dass eine Gemeinschaft, wo sich die Leute kennen, dass sie sich auch umeinander kümmern, und zwar in ehrenamtlich oder als Nachbarn oder als Angehörige oder wie auch immer, aber sich kümmern. Deswegen vielleicht noch mal zum Schluss. Ich glaube, wir brauchen wir müssen uns ehrlich machen, dass wenn es so weitergeht wie bisher, werden viele Leute von uns ein ganz fürchterliches Alter haben. Und dieses Bewusstsein auch gerade in die Wählerschaft zu kriegen, die immer der Meinung ist, am besten ändert sich nichts und alles bleibt so. In diesem Bereich wird sich alles ändern. Und ich mache mal noch ein ganz kleines Beispiel zum Schluss. Die Kommune Kassel ist keine reiche Stadt, ja. Die haben ein Familienhebammenprogramm. Also ich bin jetzt mal bei der Geburt. Jedes Kind, was geboren wird, wird, wenn die Eltern nach Hause gehen, werden aufgesucht von jemand aus der Kommune. Man kriegt ein Geschenk. Das wird meistens gesponsert von allen möglichen Firmen, die gerne Produkte verkaufen. Aber es gibt sozusagen ein Begrüßungspaket. Manchmal macht es der Bürgermeister oder irgendjemand aus der Stadtverwaltung, der das Kind begrüßt und die Familie sozusagen einlädt und auch ein bisschen erklärt, was man alles in Anspruch nehmen kann. Vorhin ist gesagt, von 75 Jahren. Warum kommt bei 75 Jahren nicht jemand vorbei?
der im Prinzip mit einem Begrüßungspaket, ja, sozusagen jetzt bist du in der Altersgruppe, wo du auch jetzt die Kommune auch wertschätzen lernen wirst, ja, und dann kriegt man einen Begrüßungsbesuch und dann kann man sagen, ich habe die und die Probleme oder ich habe noch gar keine oder ich würde gerne eine Gruppe aufmachen, die, weiß ich was, Bauchtanz macht oder weiß ich was, das gibt es in dieser Stadt nicht, also alles, was man an Bedürfnissen hat. Wir haben ja so unterschiedliche Bedürfnisse, aber wissen nicht von Leuten, die drei Häuser weiter wohnen, dass sie die gleichen Bedürfnisse haben. Und deswegen brauchen wir so eine Plattform. Und solche Plattformen gibt es übrigens auch in der Pflege. Es gibt in Osnabrück einen Stadtteil, da gibt es einen Pflegedienst. Das ist aus einer Bürgerinitiative entstanden, die eine Kneipe übernommen haben und dann sozusagen die ganzen bürgerschaftlich Engagierten dort anfingen zu arbeiten. Daraus ist ein richtiger Pflegedienst mit Pflegefachkräften entstanden, die auf Fahrrädern mit grünen Anzügen, das ist jetzt Zufall, mit grünen Anzügen durch den Ortsteil fahren und die brauchen keine Parkplätze suchen, weil sie mit dem Fahrrad unterwegs sind, verlieren auch weniger Zeit und machen nur diesen Stadtteil, sind bekannt wie grüne Hunde sozusagen, ja, weil halt jeder sie erkennt. Die Leute können hingehen, können die fragen und es ist ein privat organisierter Pflegedienst. Aber nur, soweit ich bisher weiß, der einzige in Deutschland, der das so macht, auch so quartiersbezogen pflegt. Und das sind so Beispiele, wo ich finde, dass man die, deswegen erzähle ich es jetzt auch, dass man auch von denen lernen kann. Aber die Leute, die davon betroffen sind, die Pflege brauchen, die haben dafür keine Zeit, sondern die Kommunen müssen voneinander lernen. Die Kommunen müssen ihre Erfahrungen austauschen. Die politischen Ebenen müssen ihre Erfahrungen austauschen. Die Finanziers, die Pflegeversicherung, die müssen solche Kongresse organisieren auf kommunaler Ebene, dass solcher Austausch stattfindet. Die Kommunen müssen sich untereinander organisieren, um Erfahrungen auszutauschen und auch Ausbildungen vorzuhalten oder anzubieten, bestimmtes Anlernen von Umgang mit bestimmten Erkrankungen und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, wie gesagt, als eine gemeinschaftliche Aufgabe, dann schaffen wir das auch. Das war jetzt schon Schlusswort. Dann möchte ich Ihnen auch diese Doppelgelegenheit geben, vielleicht auf die Frage noch einzugehen, wenn Sie das möchten und sonst auch Ihr persönliches Fazit da nochmal zu ziehen. Also ich würde ein bisschen davor warnen wollen, jetzt die stationäre Pflege in Deutschland so schlecht zu reden oder sich davor solche Ängste aufzubauen. Natürlich gibt es diese Erfahrungen, von denen Sie berichtet haben, aber es lohnt sich, genau hinzuschauen und zu vergleichen. Es gibt auch durchaus andere stationäre Einrichtungen. Und ich glaube, es löst gerade in Familien sehr viel Angst und sehr viel Stress aus, wenn ich mit der Haltung an stationäre Langzeitpflege herangehe, wie sie eben ausgedrückt wurde, nach dem Motto, das darf nie passieren, das ist das Schlimmste, was passieren darf. Kann. Ich glaube, dass das uns eher schadet, so eine Haltung, sondern es lohnt sich zu unterscheiden und dann auch Unterschiede zu machen und darauf zu bestehen, dass es besser wird, als jetzt sozusagen das per se in Bausch und Bogen als unmögliche Möglichkeit zu klassifizieren. So. Ich erspare mir jetzt den anderen Hinweis. Das andere ist das Thema Nähe von Arbeit und Wohnen. Das muss nicht Homeoffice sein. Das war jetzt vielleicht ein überspitztes Beispiel, weil der Bezug zur Corona-Pandemie. Aber stellen Sie sich mal die Homeoffice-Bedingungen vor aus der Corona-Pandemie mit funktionierender Kinderbetreuung, mit Schulen, wo die Kinder hingehen, dann ist das noch mal eine andere Situation als die Sie beschrieben haben. Und was ich meinte, ist ja auch, Homeoffice ist nicht jedermanns und jeder Fraus Sache. Das würde ich auch sagen. Aber dass wir mehr zu Mischquartieren kommen, dass der Weg zur Arbeit zu Fuß zu erledigen ist oder vielleicht mit dem Fahrrad in einer Viertelstunde, das macht ja einen Unterschied, als ob ich regelhaft davon ausgehe, dass ich erst mal eine halbe, dreiviertel bis über eine Stunde durch die Stadt gondeln muss oder in eine andere Stadt gondeln muss. Das verändert etwas in der Art und Weise, wie ich meine Umgebung wahrnehme, glaube ich. Und deswegen denke ich schon, dass das Teil einer langfristigen Entwicklung sein muss, dass wir diese Art von Miteinander sein, also diese Art von Quartiersverständnis, kann ja nur entstehen, wenn ich auch
nicht nur dort schlafe in dem Quartier, sondern ein Stück meiner sonstigen Lebensarbeitszeit dort auch verbringe. Das habe ich gemeint. Und ob man das jetzt im Homeoffice macht oder quasi den Weg zur Arbeit anders organisiert oder in einem Coworking-Space arbeitet oder was auch immer, da gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten. Wir müssen der Zeit wegen zum Ende kommen. Ich finde diesen Unterschied, ich möchte mich bedanken bei Ihnen beiden für Ihre Beiträge und Ihr Wissen und dass Sie es mit uns geteilt haben. Ich finde, um auch noch mal auf den berechtigten Vorwurf, dass das mit dem Geschlechtergerechten hier immer ein bisschen zu kurz kommt, einzugehen. Ich glaube, dass bei diesem ganzen Thema Pflege die Dinge, die wir verändern müssen, tatsächlich häufig kleine sind. Und der Unterschied zwischen Homeoffice und Coworking Space ist für mich ein entscheidender. Und ich glaube wirklich, dass eben, wir müssen ja nicht über Homeoffice reden, wir könnten aber über leerstehende Ladenlokale, die zu Nachbarschaftsbüros werden. Und da kann dann die mobile Pflegedienstschwester ihre Abrechnung machen, dann treffe ich die auch mal. Der DHL-Bote, wir reden auch immer noch über ganz viele Leute, die nicht Homeoffice-fähig sind. Die haben auch Eltern, die alt werden. Und die haben auch Sorgeverpflichtungen. Ich glaube, wenn es uns gelänge, das individualisierte Altern eine Ebene weiter ins Quartier zu verschieben, dann hätten wir auch eine andere Sichtbarkeit, und an der Sichtbarkeit hängt das Prestige und am Prestige hängt die Geschlechtergerechtigkeit. Also da würde ich jetzt schon sagen, dass ich das einen entscheidenden Unterschied finde, den ich auch spannend fände, weiterzudenken, politisch auch weiterzudenken, was daraus eigentlich folgt. Machen wir jetzt nicht. Dorothee Schulte-Baster sagt Ihnen jetzt, was wir aber heute hier noch machen können. Ich bedanke mich für Ihr Interesse.